Als ein zweites Beispiel für die Current Mode Regelung möchte ich hier am Beispiel des Tiefsetzstellers eine Average Current Mode Regelung, das heißt eine Regelung auf den Mittelwert des Stromes durch die Induktivität darstellen. Dazu wollen wir das genauso aufmalen wie bei den anderen Regelverfahren. Das heißt, wir haben wieder unsere Eingangsspannung UE. Wir haben dann jetzt hier, weil wir den Tiefsetzsteller nehmen, unseren Schalter am Eingang, eine Diode, die Induktivität und in Serie dazu jetzt eine Strommessung, das habe ich hier mal so dargestellt. Und natürlich am Ausgang den Ausgangskondensator und parallel dazu den Lastwiderstand. Erlast. Wir messen wieder die Spannung über einen Spannungsteiler. Das heißt, hier über diesen Spannungsteiler kriegen wir wieder unseren gemessenen Spannungswert UAMS. Dieser wird wieder zurückgeführt auf einen Operationsverstärker, der hier auch wieder als Regler verschaltet ist auf den invertierenden Eingang. Wir machen hier wieder einen PI-Regler. Das heißt, wir haben hier wieder die Referenzspannung am nicht invertierenden Eingang angeschlossen, unseren Sollwert am invertierenden Eingang, die Messspannung, die wir zurückgeführt haben. Und jetzt geht die Spannung UC von T, die ist Ausgangsspannung des Fehlerverstärkers, des Reglers, auf einen zweiten Regelverstärker. Und zwar in diesem Fall auf den positiven Eingang als Sollwert. Und zwar als Sollwert für den Strom, und zwar für den Mittelwert des Stroms durch die Induktivität. Das heißt, tatsächlich führen wir hier nämlich den Strom zurück, alles mal so, an den invertierenden Eingang des OPs und beschalten den hier jetzt auch als PI-Regler. Das heißt, tatsächlich kriegen wir dann hier eine Rückführung dieser inneren Systemgröße, dieses Stroms durch die Induktivität. Auf dem PI-Regler wird dort verglichen mit dem Sollwert, den der Spannungsregler, dieser äußere, liefert. Und erst dann geht dieser Wert, nennen wir das mal UC2, diese Regelspannung des zweiten OPs, auf einen Pulsweitenmodulator. Können wir hier wieder so einen Komparator machen, wo wir mit einem Sägezahn- oder dreieckförmigen Trägersignal vergleichen. Und dann erzeugen wir hier die Schaltfunktion D von T, die wieder über einen Treiber unseren Transistor T ein- bzw. ausschaltet. Und tatsächlich haben wir jetzt hier zwei Regler, wenn wir so wollen. Das heißt, wir haben hier links einen Spannungsregler und hier einen, wie man sagt, inneren Stromregler als zweites Element. Und erst dann erzeugen wir hier die pulsweitenmodulierte Spannung. Das heißt tatsächlich, wenn man das jetzt als Blockschaltbild sich anschauen würde, diese ganze Anordnung, dann haben wir eigentlich Folgendes. Wir haben hier oben unseren DC-DC-Wandler als nicht lineares Element. Dort geht irgendwo die Spannung UE rein. Es geht hier die Schaltfunktion D von T rein. Und es geht wie vorher auch die Ausgangsspannung UA raus. Aber zusätzlich haben wir noch als Ausgang sozusagen hier den Strom IL. Und jetzt haben wir hier, wie üblich, unseren nicht linearen Pulsweitenmodulator. Das heißt tatsächlich hier diesen Komparatorblock im Vergleich mit dem Sägezahn- oder dreieckförmigen Trägersignal, aber dieses wird jetzt generiert, indem wir hier sozusagen eine innere Regelschleife haben. Das heißt, wir haben hier einen Stromregler, den nenne ich mal GRI von S, das ist unser Stromregler. Und dieser regelt jetzt zunächst mal so den Strom in der Induktivität nach. Das heißt, der Istwert ist hier der gemessene Strom der Induktivität und der Sollwert, der hier kommt, ist die Ausgangsspannung unseres, wie man sagt, überlagerten Spannungsreglers, das nennen wir GRU von S. Und wir haben dann hier so einen verschachtelten Regelkreis. Hier jetzt dann den Istwert als die gemessene Ausgangsspannung und wir haben dann hier diese klassische Kaskadenstruktur mit einem unterlagerten Regelkreis, einem inneren und einem äußeren Regelkreis. Der Vorteil dieser Anordnung ist, wie auch schon bei der Peak-Current-Mode-Regelung, dass diese beiden Regler jetzt gegebenenfalls einfacher auszulegen sind, als wenn man nur, wie bei der Voltage-Mode-Regelung, einen einzigen Regler hat, um die gesamte Strecke auszuregeln. Und man kann auch sozusagen Störungen schneller nachregeln. Es muss nicht erst eine Änderung der Ausgangsspannung entstehen, um darauf reagieren zu können, sondern wenn sich zum Beispiel die Eingangsspannung ändert und dadurch der Strom in der Induktivität stärker oder nicht so stark ansteigt, kann der innere Stromregler schon schneller nachregeln und dadurch wird es häufig möglich, eine bessere Dynamik, das heißt ein besseres dynamisches Verhalten zu erreichen und gegebenenfalls sind auch diese einzelnen Regler einfacher auszulegen. Also das ist die Idee dieser Average Current Mode Regelung. Der Unterschied jetzt zur Peak Current Mode Regelung, wenn wir nochmal vergleichen, wir haben hier nicht
sozusagen direkt diesen nicht-linearen Modulator, der eigentlich auch irgendwo ein Regelkreis ist, eigentlich ein zweiter, so eine Art schaltender Regler ist das hier, der den gemessenen Strom durch den Schalter vergleicht. Den haben wir bei der Average Current Mode Regelung im Prinzip ersetzt durch einen linearen Regler. Das heißt, es ist manchmal vom Gefühl her einfacher auszulegen, diesen Stromregler, wenn der sozusagen vertraut aussieht wie ein normaler PI-Regler.